Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Eine Einzelrezension zu dem neuen Buch von Matt Haig. Und ja, normal spreche ich ja immer in meiner Bücherwoche über die gelesenen Bücher. Es kommt nur sehr, sehr selten mittlerweile vor, dass ich das Bedürfnis habe, über ein Buch ausführlicher zu sprechen. Und bei der Mitternachtsbibliothek, da habe ich das große, große Bedürfnis, darüber zu erzählen und natürlich auch mit euch in den Austausch zu kommen. Ich habe das Buch zusammen mit der lieben Becky gelesen und auch da haben wir uns schon rege ausgetauscht und ich habe einfach das Bedürfnis, tatsächlich, ja, auch ein bisschen spoilermäßig gegen Ende dann einfach über dieses Buch zu sprechen. Ihr findet das Buch und die Infos unten in der Infobox und natürlich auch alle sonstigen Infos irgendwie wie Instagram, Lovelybooks und so weiter. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, es geht um das neue Buch von Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek, was ein unfassbar schöner Titel ist, ein wunderschönes Cover hat und jetzt auch ganz frisch am 27. Januar im Drömer Verlag erschienen ist. Es kostet in der Hardcover-Ausgabe 20 Euro, als E-Book 18 Euro und hat knapp 320 Seiten. Es ist nicht mein erstes Buch von Matt Haig. Ich habe Matt Haig mit Ich und die Menschen kennengelernt. Dann habe ich Echo Boy oder Echo Boy gelesen. Dann Wie man die Zeit anhält. Dann diese Ridleys oder Redleys. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die Familie. Ich glaube, irgendwie so hieß sie. Fand ich tatsächlich fand ich auch ganz okay. Und ich fand immer, dass Matt Haig einen wunderbar philosophischen Stil hat, das aber leicht und locker irgendwie ins Leben von uns allen verpackt und wirklich wunderbare Weisheiten im Grunde uns erzählt. Er hat einen sehr objektiven Blick auf die Welt. Er kann Dinge rüberbringen, ohne sie zu werten und uns eben auch dazu bringen, dass wir nicht darüber werten, sondern es einfach erstmal wie so ein bisschen einen Spiegel nehmen und dann entscheiden, ja, was machen wir mit dieser Info. Ich und die Menschen ist ein absolutes Highlight von mir, steht auch im Highlight-Regal und habe ich auch schon zweimal gelesen und ich glaube auch einmal gehört. Und kann ich absolut empfehlen. Umso gespannter war ich natürlich auf die Mitternachtsbibliothek und dass endlich wieder etwas Neues von Matt Haig kommt. Man hat schon im englischsprachigen Raum sozusagen gesehen, da ist es ein bisschen früher erschienen, wurde da auch schon rege gelesen und besprochen. Ich habe um diese Besprechung meist einen sehr großen Bogen gemacht, weil von Büchern, die ich definitiv recht zeitnah noch lesen möchte, ja, möchte ich nicht unbedingt wissen, was da Leute dazu sagen. Rezensionen im Voraus schaue ich mir in der Regel nur an, wenn ich mir noch nicht ganz sicher bin oder eine Meinung von jemandem besonders wichtig ist, wo ich denke, werde ich es lesen oder nicht und das vielleicht tatsächlich von der einen oder anderen Meinung abhängig mache. Also solche Bücher habe ich auch, aber hier war ich mir relativ sicher, dieses wunderschöne Buch-Schmuckstück muss ich einfach haben und lesen. Und ich habe das Buch auch ziemlich zum Erscheinen bekommen und war umso neugieriger, es in der Hand zu halten. Es geht in dem Buch um Nora Seed, die depressiv ist, in deren Leben so einiges nicht rund läuft, sie vieles im Leben ja eher beneint hat, Dinge nicht zu Ende gebracht hat, Dinge abgelehnt hat, einfach scheinbar falsche Entscheidungen getroffen hat, sie dann einen ziemlich schlechten Tag hat, in dem ihr Kater im Grunde tot aufgefunden wird, sie auch so noch zwei, drei Dinge hat, die irgendwie, ja, das fast zum Überlaufen bringen und Nora beschließt dann, ja, im Grunde sich umzubringen. Doch sie kommt weder in Himmel noch Hölle, sie kommt eben in die Mitternachtsbibliothek und da schlägt die Uhr eben 0 Uhr. Und sie trifft dort auf die Bibliothekarin Miss Elm, die sie aus ihrer Schulzeit kennt, die auch dort schon ihre Bibliothekarin war, mit der sie super gerne Schach gespielt hat. Und die erzählt ihr nun von der Mitternachtsbibliothek und dass eben das ihre Bibliothek ist mit Büchern, wo all die Leben sozusagen beschrieben sind, die sie hätte leben können, die es irgendwie irgendwo im Paralleluniversum auch gibt und dass sie jetzt eben die Möglichkeit hat, im Grunde ist ihr perfektes Leben sich herauszusuchen. Und wenn sie eben ein Leben gefunden hat, in dem sie komplett glücklich ist, dann kann sie dort bleiben. Und das klingt in der Theorie auch erstmal richtig spannend und eine wahnsinnig tolle Idee für diese Vorstellung, dass man eben ja irgendwo landet und ja sich dann eben einfach vielleicht für eine andere Variante von sich selbst entscheiden könnte. Und der sprachliche Stil von Matt Haig ist wirklich
großartig. Es macht Spaß, seine Lockerheit, dieses Moderne, dieses schnell auf den Punkt und trotzdem an den richtigen Stellen so ein bisschen ausgeholt. Das macht Matt Haig hier auch richtig, richtig toll. Jetzt kommt das große Aber und ich werde es erst so ein bisschen spoilerfrei halten und werde später in die Spoiler gehen und dann auch eine Warnung definitiv aussprechen. Die ersten zwei Drittel des Buches waren für mich unfassbar verwirrend. Es hat für mich überhaupt nicht gelesen wie ein Matt Haig. Es war unfassbar kalt und schnell und es hatte irgendwie keinen roten Faden. Zudem hat für mich auch die Art, wie Nora in diese verschiedenen Leben springt, nicht sich so ganz rund angefühlt. Ich fand es unfassbar schwierig, mich in sie hineinzuversetzen, mit ihr zu fühlen. Ich fand sie durchgängig unsympathisch und war dann selbst über mich überrascht, warum ich denn nicht ein bisschen Mitgefühl mit ihr habe. Zudem hatte ich auch meine Probleme, wie hier Nora dargestellt wird, denn sie wird uns ja als Frau mit Depressionen vorgestellt. Und dann hat man aber immer den Eindruck, dass es eben einfach nur so ein schlechter Tag ist, dass sie sich das Leben nimmt. Und ich glaube halt nicht, dass das wirklich richtig darstellt, wie eine Depression funktioniert, wie man sich als Mensch fühlt und dass es dann eben nicht den einen schlechten Tag gibt, wo man dann eben irgendeine Entscheidung trifft. Denn man ist letzten Endes zu dieser Entscheidung, also gar nicht mehr so bewusst, wie es uns hier von Nora gezeigt wird, irgendwie in der Lage. Zudem wirkt es eben auch so, wie wenn Nora einfach ein unfassbar langweiliges Leben führt, alle anderen dafür verantwortlich macht und dann natürlich irgendwie in dieser Mitternachtsbibliothek erkennt, ja, auch ich hätte mich ja immer anders entscheiden können. Das ist eine Message, die ich gut finde, weil wir haben natürlich jeden Tag die Möglichkeit, uns für ein besseres, schöneres, spannenderes, glücklicheres Leben zu entscheiden. Jeder Tag ist uns neu gegeben und wir sollten daraus ja, wenn wir das möchten, auch das Beste machen. Und das ist natürlich schon so eine Message, die ich gut finde und die Matt Haig auch gut rüberbringt. Aber mir war Nora einfach zu ungreifbar. Und auch all die Entscheidungen, die sie ja scheinbar falsch getroffen hat, also ja, dass die immer extremste ja, Auswirkungen hatten, dann eben auch auf ihr Umfeld, egal ob es ihr Bruder Joe ist, ihr Freund Dan ist, ob es die Freundin Izzy in Australien ist, die alle eine Rolle spielen, auch in den verschiedensten Leben, das ja, fand ich so ein bisschen, ja. Das letzte Drittel, also tatsächlich so die letzten zweieinhalb Leseabschnitte, fand ich wieder richtig schön. Also da hat Matt Haig definitiv das Ruder ein wenig rumgerissen. Er hat Wärme und Fürsorge und Empathie hineingebracht. Er hat endlich so den Kern des Problems von Nora erkannt und ihr gezeigt, wie der Weg ist. Und dann bekommen wir so ein Gefühl mit, wie sich Nora jetzt wohl hier fühlt, was hier so passiert. Und wirklich so die letzten 100, 120 Seiten fand ich sehr schön. Auch wenn ich wiederum dann mit dem kompletten Ende nicht zufrieden bin und mich wieder frage, was hat er denn jetzt hier gemacht? Also, ich bin sehr zwiegespalten mit dem Buch. Ich fand, ja, also das Ende ist für mich, na, es ist nicht mein Ende. Also ich weiß auch nicht, was ich mir anderes gewünscht hätte, aber das ist es nicht. Und da das ganze Buch war es tatsächlich nicht. Also für mich irgendwie ein Buch zwischen, ich würde ihm jetzt wahrscheinlich 3 von 5 Sternen geben. Oder vielleicht auch irgendwie 2,5. Ich vergebe ja weder Sterne eigentlich noch. Ja, es ist der schwächste Matt Haig, definitiv. Und es ist ganz anders, als ich es erwartet habe. Und natürlich kann man jetzt von meiner Erwartungshaltung ausgehen und sagen, ja, das Leben ist ja bekanntlich kein Wunschkonzert und in einem anderen Paralleluniversum ist das Buch genauso geschrieben, dass ich es feiere und sage, ich habe hier das absolute Highlight-Buch in der Hand, aber dem ist hier in dem Leben zumindest nicht so. Und ich weiß nicht, wo meine Erwartung herkommt, beziehungsweise warum Matt Haig so ganz anders auf einmal ist, als man ihn vielleicht irgendwie kennt, was jetzt auch gar nicht schlecht ist. Jeder Autor, Autorin verändert sich, wächst und, aber ich weiß nicht, was er mir hier sagen möchte. Ich weiß es tatsächlich nicht. Und
Ja, also von mir eine sehr zwiegespaltene Nicht-Empfehlung. Tatsächlich ein Buch, was ich nicht weiterschenken würde, nicht weiterempfehlen würde. Ich würde andere Bücher von Matt Haig den Leuten, den Freunden, wem auch immer, nahelegen, aber nicht die Mitternachtsbibliothek. Ja, jetzt würde ich gerne natürlich eure Gedanken in den Kommentaren dazu lesen und hören, solltet ihr das Buch schon gelesen haben oder eben auch aus verschiedensten Gründen gar keine Lust auf das Buch haben. Und jetzt würde ich dann auch zum Spoiler-Teil kommen. Also ich würde jetzt gerne, oder ich werde jetzt zwei, drei Gedanken zu konkreten Themen aus dem Buch hernehmen und jetzt spoilern. Also bitte Vorsicht, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, dann ist jetzt spätestens der Moment, um Tschüss zu sagen und wiederzukommen, wenn ihr vielleicht das Buch gelesen habt oder es nicht mehr lesen wollt. Und ja, mein Problem mit dem Buch ist, dass Nora eine depressive junge Frau ist und sie einen schlechten Tag hat und sich dann umbringt. Und mein Problem hier ist tatsächlich, dass für mich Depression und wie ich das im Freundes-, Bekannten-, Kollegenkreis zum Teil vielleicht auch an mir selbst einfach so nicht unterschreiben kann. Ich finde, das ist an Oberflächlichkeit nicht zu übertreffen gewesen, dass man einfach sagt, Depression ist eine schlechte Phase und es sind eben einfach schlechte Tage, an denen blöde Dinge passieren. Nein, Depression ist eine Krankheit, die einfach ganz anders funktioniert und ich frage mich, wer gerade hier in meinem Haus hämmert. Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß gar nicht, warum das jetzt gerade sein muss. Aber wir lassen uns davon nicht stören. Ich fand es wirklich schwierig von Matt Haig, dass er Depression eben als eine Aneinanderreihung von schlechten Tagen übermittelt und dass dann Nora auf einmal, als sie in diese verschiedenen Leben springt, irgendwie doch wieder ihren Lebenswillen bekommen hat. Ja, natürlich soll das Ziel dieses Buches sein, dass sie am Ende erkennt, was sie an ihrem Leben hat, was sie an ihren Freunden hat, an ihrer Familie. Aber so funktioniert leider eine Depression nicht. Also es wäre ja wunderbar, wenn es einfach so funktionieren könnte. Also ganz klar. Für mich war das viel zu oberflächlich. Und gerade Matt Haig, der ja auch ein Buch schon darüber herausgebracht hat, wie er sich in seinen Depressionen gefühlt hat und ja, das Buch habe ich nicht gelesen, aber da habe ich mir gedacht, du weißt doch, eigentlich weißt du es besser. Zum anderen hatte ich ein Riesenproblem mit diesem Hineinspringen in diese Leben. Ich fand die Leben, die sie ausgewählt hat, super interessant, aber sie landet in diesem Leben und kann sich an nichts erinnern. Also ich springe von meiner Jetzt-Welt in die Version 5 und bin dann die Steffi aus Version 5, weiß aber nichts von dieser Steffi. Was macht denn das für einen Sinn? Wie soll Nora denn erkennen, dass das ihr Leben ist, dass das das beste Leben ist, wenn sie sich nicht erinnert? Wenn sie sich alles mühsam herbeisuchen muss über Wikipedia, über irgendwelche WhatsApp-Verläufe, Facebook, das macht keinen Sinn. Zudem trifft sie dort dann auf Menschen, die sie ja kennt und auch die ja wissen, was sie in diesem Leben ist, ob sie hier die Profikarriere eingeschlagen hat, ob sie jetzt ja im Grunde in der Band spielt oder eine Mutter ist, aber sie erinnert sich nicht. Und da frage ich mich, warum? Was macht das für einen Sinn, mich in irgendein Leben zu schicken, wo ich dann gar keine Erinnerungen daran habe? Ja, gegen Ende in ihrem letzten Leben, wo sie Mutter von Molly ist und verheiratet ist mit Ash, da bekommt sie nach und nach diese Erinnerungen und erinnert sich dem auch an Dingen vor ihrem Reinsprung. Aber das machte für mich überhaupt keinen Sinn und zum Teil war sie ja auch nur unfassbar kurz in diesen Welten. Gerade zu Beginn, da hat ihr manchmal eine Stunde oder zwei gereicht, um zu sagen, oh mein Gott, die Welt ist auch nicht besser. Und da habe ich gedacht, nein, so kann das doch überhaupt nicht funktionieren. Natürlich kann ich den Aspekt von Matt Haig nachvollziehen und sagen, er kann uns jetzt nicht jedes Leben in 4 Wochen nahe bringen, aber Nora kann nicht innerhalb von einer halben Stunde in der Regel entscheiden, ob das Leben, wo sie gerade reingesprungen ist, ihr Leben ist oder nicht. Dann hatte ich auch das Gefühl, dass auf Biegen und Brechen in jedem Leben, in das sie irgendwie gesprungen ist, obwohl sie ja explizit auf der Suche nach einem glücklichen Leben war, immer irgendwas passiert war. Egal, ob es der Vater war, der die Mutter betrogen hat, die danach Alkoholikerin wurde und sich umgebracht hat oder irgendwie gestorben ist, ob der Bruder auf einmal tot ist, ob ihr Ehemann Dan in dem Pub, dass der Alkoholiker ist und sie betrügt und es musste immer irgendwas sein. Und da habe ich mich gefragt, ist das Leben wirklich so? Ist das Leben wirklich so schlecht, dass egal in welche Paralleluniversum ich springe, es immer irgendeinen Scheiß gibt?
Ich hoffe doch nicht. Also ich hoffe einfach nicht. Ich hoffe, dass es Steffis in diesem Paralleluniversum gibt, die einfach gefühlt wirklich ein glückliches und einfaches Leben haben. Und das nicht im Sinne von, dass da immer alles einfach läuft, ne? Das nicht. Aber das fand ich so anstrengend und so unrealistisch und einfach überhaupt nichts aussagen. Weil dann kann ich mir diese Paralleluniversen ja auch sparen, wenn in all diesen irgendwas bescheuert läuft. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also was soll ich damit? Also das kann ich nicht nachvollziehen. Auch hatte ich so meine Probleme mit, dass sie ja eine depressive junge Frau ist, die sich umgebracht hat, was ja durchaus ein sehr extremer Schritt ist. Und dass sie dann aber so viel Lebensmut und Lebenshunger bekommen hat. Und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wo kommt denn das auf einmal her? Das hat überhaupt nicht zu der Nora gepasst, die nörgelt, die meckert, die der nichts gut genug ist, die tolle Momente hat. Sie ist da irgendwann Polarforscherin und hat nur zu meckern. Und ich mir gedacht habe, bist du denn auch mal mit irgendwas zufrieden? Und ja, in der Geschichte macht es Sinn, dass sie eben bis zu einem gewissen Punkt mit nichts zufrieden ist und dass sie dann am Ende natürlich daraus lernt. Aber ich fand das unglaublich anstrengend. Ich fand das so nervig und dann war sie auch noch Rockstar und das hat ihr auch wieder nicht gefallen. Und ich habe es nicht verstanden. Es wurde tatsächlich besser, so wie sie dann anfing, sich Gedanken zu machen gegen Ende, wie sie dann eben auch die Frau oder wie ihr ja die Bibliothekarin dann eben erzählt, du darfst ja jetzt nicht alle Varianten irgendwie, ne, du kannst auch irgendwo Astronautin gewesen sein, bleib irgendwie in deiner Nähe und wie war denn das mit dem Nachbarn, mit Ash und wenn du zu dem beim Kaffee bei der Anfrage ja gesagt hättest. Und dann springen wir in dieses Leben, werden die Frau von Ash und haben eine Tochter namens Molly und da habe ich das erste Mal gedacht, ja, so hätte ich mir die Geschichte gewünscht, dass sie so ein bisschen die Infos nach und nach bekommt, dass sie Liebe spürt, Geborgenheit, dass sie das auch ausstrahlt, dass sie überzeugt ist von diesem Leben und dass sie sich darin wohlfühlt. Und da ist der Moment umgeswitcht, den ich richtig, richtig schön fand. Also dieser Abschnitt war richtig toll, der hat mich sehr gewärmt, der hat mich berührt und den fand ich auch sehr emotional und wirklich gelungen, wie ich Matt Haig auch kenne. Und dann kommen wir zum Ende, dass sie sich ja eigentlich sicher ist, dass sie dieses Leben schön findet, aber sie spürt dann eben doch, dass das wohl nicht lange anhält. Dann nimmt sie auch noch tragischen Abschied von ihrer Tochter, was ich richtig herzzerreißend fand. Und dann landet sie in der Bibliothek, die sich zerstört, weil sie ja jetzt doch leben möchte. Und ihr Ich in dieser Welt, wo sie sich umgebracht hat, eben diesen Lebenswillen wieder bekommt. Und dann muss sie in dieses Leben zurück. Und ich frage mich, warum? Hieß es nicht gerade irgendwie, also sie kann sich dadurch ein neues Leben suchen. Und dann geht sie in dieses Leben zurück, lässt sich retten und fängt neu an und lebt ihr neues Leben und versöhnt sich dann mit ihrem Bruder und so weiter. Und nee, warum? Warum gibt es die Mitternachtsbibliothek, wenn ich doch nichts ändern kann, außer meine Meinung über das Leben und anstelle sage, ich möchte sterben, ich dann doch sage, ich möchte leben und ich ändere mein Leben jetzt. Ich verändere mich, ich lasse mir helfen. Ja, das ist eine schöne Message, aber dann hätte ich mir das ganze Buch auch sparen können. Also mit dem Ende, alles, was mir 100 Seiten vorher so langsam gefallen hat, ich langsam schön fand, ich emotional drin war und eben schon dachte, ja, jetzt hat sie das Leben gefunden, das ihr gehört, in dem sie sich wohlfühlt, in dem alles irgendwie stimmt. Und dann muss sie zurück in das Leben, wo sie depressiv war und sich umgebracht hat. Und ja, natürlich ist es schön, sie lässt sich helfen, dass das die Message ist, dass es ein lebenswertes Leben gibt. Jetzt könnte man natürlich Harry Potter und Dumbledore zitieren, so aller existiert das nur in meinem Kopf, träume ich das? Und Dumbledore ja dann im Grunde antwortet, ja, es existiert in deinem Kopf, aber warum sollte es da weniger wahr sein? Nee, also irgendwie macht mich das Buch tatsächlich ratlos. Es wird definitiv kein Highlight, es wird nicht im Highlight-Regal wandern und nein, Bücher von Autoren, die ich sonst feiere, aber schlecht finde, sind nicht automatisch im Regal. Das Buch wird definitiv weiter wandern. Ich bin echt enttäuscht.
ich frage mich, was das eigentlich soll und suche Matt Haig in dieser Geschichte. Ich habe ihn auf 100 Seiten gefunden, mehr oder weniger, aber das war irgendwie nichts. Also, es hat mich wirklich an mancher Stelle zur Verzweiflung gebracht und ja, ich fand das irgendwie nicht so richtig gut. Also ja, tatsächlich irgendwie wahrscheinlich 3 Sterne, weil es einfach die 100 Seiten, die wären wahrscheinlich so 5 Sterne, der Rest bewegt sich irgendwo zwischen 1 und 2. Es war jetzt auch kein Buch, was man abbricht, weil schon irgendwie das Interesse da war zu wissen, aber ja, so viel zu der etwas ausführlicheren Rezension. Ich werde in meiner Bücherwoche dann nicht mehr groß darüber sprechen, also macht euch keine Sorgen, ihr müsst euch das dann nicht nochmal in der Bücherwoche anhören. Aber mir war einfach das Bedürfnis sehr groß, zu dem Buch ein extra Video zu machen, weil ich mich so darauf gefreut habe, so dahin gefiebert habe, so es gefeiert habe, dass das eine grandiose Idee ist und dann kommt sowas dabei raus. War die Erwartungshaltung zu hoch? Wahrscheinlich. Ja, ich bin nach wie vor sehr gespannt auf eure Gedanken. Lasst uns gerne in den Kommentaren austauschen, aber natürlich auch ein bisschen Vorsicht zu den Spoiler-Themen, vielleicht dann ein paar Ender-Leerzeilen reinmachen in den Kommentaren, dass es möglichst auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. Oder lasst uns auch gerne auf Instagram darüber reden. Ich bin einfach nur irgendwie ratlos. Das war überhaupt nicht das Buch, das ich erwartet habe, das ich lesen wollte. Ja. Ja, und in diesem Sinne danke ich euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.